Moin Zockerfreunde, willkommen zu einer neuen Folge The Last of Us Part 2. Und Schätze, wir müssen hier runter. ich schätze auch. Ich schätze aber auch, da sind wir ganz schön am Arsch, wenn da irgendwas ist. Das ist jetzt kein tolles Gelände. Aber egal. Rutschen wir mal runter. Fuck. Mir geht's gut. Na los. Diese Lia. Was, wenn sie weg ist, bis wir da sind? Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Ich will dahin. Wir sollten solche Stolperdrähte um Jackson auslegen. Vielleicht ein guter Weg, mit den Horden klarzukommen. Ja, das wäre gut. Nee, macht viel zu viel Lärm. Obwohl, wahrscheinlich auch andere erwischen. Wir könnten Warnschilder aufstellen. Was, wenn sie nicht lesen können? Dann eben Zeichnungen. Ein Fuß, der über was stolpert und ein großes Feuer. Ich könnte sowas bauen. Ich mag dich. Ich will das schriftlich. Ich habe meinen Freund von Joel getroffen. Er hat eine ganze Stadt vermint. Wie konnte da irgendwer leben? Er war der Einzige. Er hat ganz alleine in einer Stadt gelebt? Er hatte Probleme mit mir. Das ist traurig. Hat ihn am Leben gehalten. Das klingt, als müsste man zwischen dem Leben und der Nähe zu Menschen gehen. Aber so schwarz-weiß ist es nicht. Aber man geht Risiken ein. Allein ist das Risiko größer. Was, wenn er sich verletzt? Was, wenn er krank wird? Was ist, wenn jemand anderes krank oder verletzt ist? Dann hast du das an der Backe, ob du willst oder nicht. Ja, das ist wohl. Hier gibt's einfach nichts zu holen, ne? Doch, warte mal. Nee, da waren wir ja eben. Charlie. Sieht halt alles nur schön aus. Ey. Nichts vordrängeln hier und so. Sie hat was mit den Wurfs zu tun? Nee, das ist bestimmt die von dem Skars, oder? Das ist echt komisch. Oh. An open truck. Das ist alles voll bei uns. So, mal wieder was zum Lesen. Hatten wir länger nicht. Viv. Ich hoffe, du bekommst diesen Brief. Ich habe gesehen, was passiert ist. Die WLF ist in euer Haus eingebrochen und hat alles rausgeholt, was Jimmy gestohlen hat. Schmuck, Ausweise, Lebensmittelkarten. Er hat sich geweigert, ihre Fragen zu beantworten und immer nur gesagt, er wüsste nicht, wo das alles herkommt. Ich habe versucht, mit ihnen zu reden, ihnen zu erklären, wie schwer wir es hier haben. Dass sie Fedra uns vergessen hat. Und dass wir alle Dinge tun mussten, auf die wir nicht stolz sind. Sie schienen sich zu beruhigen, aber dann haben sie ein Seraphitengebet in seiner Tasche gefunden. Seraphitengebet, okay. Wir haben versucht, sie aufzuhalten. Es tut mir so leid. Rawl und Heather. Gut, den haben sie denn wohl erschossen? Oder anders hingerichtet? Ach du Scheiße. Die wurden alle erschossen.
Boah. Hey, sieh mal. Es gehört Tommy. Die Infizierten haben sich daran ausgetobt. Ist alles okay? Ja, tut mir leid, es ist nur der Gestank. Okay. Er muss zu Fuß weiter sein. Können wir wieder aufbrechen? Ja, alles gut. Bitte. Ich kann sagen, ey, bei dem Elch vorhin war das nicht so schlimm. Aber gut, da waren die Fliegen noch nicht so, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Da hat es vielleicht noch nicht so gestunken. Dann ist das hier ja auch noch so ein bisschen verwinkelt. Ich muss mal eben hier hinten. Nee. Ah doch. Kann ich noch gebrauchen. Und das war's auch. Wieso ist diese Stadt so demoliert? In Boston war es nicht so, oder? In Boston war auch kein Bürgerkrieg. Die Fireflies haben sich nie auf diese Art gewehrt. Nee, nur das Militär. Obwohl, gab es da nicht auch einen kleinen Bombenanschlag? Gleich am Anfang? Keine Rufs. Nein. Aber freuen wir uns nicht zu früh. Siehst du den TV-Sender? Ja, er ist da lang. Bergauf. Okay. Ich denke mal, hier kommen wir eh nicht rüber. Aber hier können wir schon mal gucken. Mir fehlt ein Buchstabe. Material. Artistik. Ach, keine Ahnung. Machen wir gleich. Wenn wir Wow. Der Tote. Mehr Erschossene. Tommy ist hier auf jeden Fall lang gekommen. Ich wette, er ist dadurch. Ja, wette du mal. Ich hab grad keinen Einsatz, aber ich wette mit. Stabile Barrikade. Okay, tja, also nicht... Stopp! Stolperdraht. Oh, shit. Gute Augen. Die sind überall. Wahrscheinlich für Infizierte. Trotzdem. Ein falscher Schritt. Ja. Wir müssen vorsichtig sein. Mal, dass wir hier nicht durchlaufen. Schlau. Das geht. Ja, habe ich mir von Joel abgeguckt. Aber auch, das war wieder laut. Aber gut, wir gehen davon aus, dass Tommy alles aufgeräumt hat hier. Aber wissen tut man das noch nie. Hundertprozentig. Bevor ich mich hier gleich wieder zu Tode erschrecke.
Ach, alles voll. Und nochmal eine Werkbank. Das heißt, wir müssen uns gleich nochmal umgucken. Vielleicht auch nochmal zurücklaufen. Ich glaube, so viel haben wir gar nicht. Ist irgendwo sehen? Irgendwo konnte ich das sehen. Da. Ja, es sind immer noch 23. Wir haben nichts wieder gefunden. Eine Karte haben wir hier auch nicht. Ich kann nicht gedrückt halten. Ja, habe ich auch gemerkt. Dass die Karte nicht verfügbar ist. Die haben dieses ganze Gebiet voll im Griff. Hier kommt wahrscheinlich nicht oft einer durch. Das wäre dann der Silberstreif. Das hohe Gras macht mich nervös. Ja, die sind schwerer zu sehen. Na, ja, gut. Ich wollte gerade alles kaputt machen. Ist es die Frage, lohnt sich das? Nö, ich glaube nicht. Super leise brauchen wir nicht sein. Oh, eine neue Karte. Bizarrebra. Echter Name Bahariza. Intelligenz 80. Muskelkraft 100. Zugehörigkeit keine. Der jungen Baharaza stand eine strahlende Karriere als Wissenschaftlerin bevor, aber ihre Arbeit als Assistentin von Dr. Ackman endete in einer Katastrophe. Bei einem von Ackmans eigenmächtigen Experimenten kam sie mit einer frühen gefährlichen Form seiner kraftgebenden Rezeptur in Kontakt, die alle ihre Muskeln, sogar die in ihrem Gesicht, enorm anschwellen ließ. Ihre unglaubliche Kraft machte sie zu einer Gefahr für andere und sie wurde zu einer Ausgestoßenen. Jahrelang sann sie allein auf Rache, doch vor kurzem fand sie in der betagten, zerbrechlichen Naledi the Youthful eine Freundin und Verbündete. Ein erneuter Beweis dafür, dass Gegensätze sich anziehen. Neutral. Okay, wir haben wieder ein Safe. Das heißt, wir müssen uns mal umgucken. Nach einer Zahl. 2 oder 3? Gucken wir mal eben. 3. Nach 3 Zahlen. Vielleicht hier. Sieh zu, dass du den Umschlag von Montagmorgen zur Bank bringst. Als Kombination habe ich die letzten 6 Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen. Ich dachte, das kannst du dir gut merken. 0. Gott, ja, was jetzt? Stacys Telefonnummer.
0-1. Toll, wir haben 0-1. Mehr haben wir nicht. Müssen wir noch was über Stacy finden? Ah, call Stacy. Du willst Spaß haben? Ruf Stacy an. 0133. Aber warte mal. Wir brauchen ja drei Nummern. Geht ja trotzdem. Was war das jetzt? 01, ne? 3, 3. Nein, ist falsch. Nee. Nee. Gucken wir noch mal eben rein. Irgendwas übersehen? Tagebuch, Leas Notiz. Nee, das war das Foto. Als Kombination habe ich die letzten sechs Ziffern von Stacys Telefonnummer genommen. Okay, die letzten sechs. Also wir haben 3301 55. Okay. Zurück. Null eins und 3-3. Wer richtig lesen kann, ist klar im Vorteil, ne? Na toll. Aufgemacht für Sachen, die ich gar nicht einsammeln kann, weil ich so gut ausgestattet bin. So. Egal, wir haben ihn aufgemacht. Dann sind wir in dem Laden durch. Gucken, dass wir nicht über den scheiß Draht drüber laufen. Hier ist gut, glaube ich. Ah, hier ist nicht gut. Hier auch nicht. Das ist ja eigentlich nicht gut, wenn wir so viel Lärm machen, ne? Mehr von dem Zeug. Rabatz. Ja. Da ist der TV-Sender. Ja. Weißt du, eigentlich können wir doch einfach rüber klettern. So, weil einfach ist. Wir machen so viel Lärm.
eigentlich gar nicht gut finde. Diese Hülle wackelt, ey. Bleib da unten. Die Treppe ist verdrahtet. Kannst du sie hochjagen? Nicht hier. Gesehen. Dachte, jetzt lernen wir noch... wie man... Gerade unauffällig. Vielleicht kommen wir ja zu uns. Auch schon aufgefallen. Ja. Oder sie locken uns in einen Hinterhalt. Yep. Mann, ich muss da rein. Nicht mit? Gut, mach ich alleine. Da ist er. Leise jetzt. Leise jetzt. Wie wär's mal mit vorher? Scheint leer zu sein. Glaube ich nicht. Siehst du einen Weg rein? Noch nicht. Uns mal eben um. Leise vor allen Dingen. Ich bin der Meinung, ich habe eben schon einen Weg rein gesehen. Ob es der Weg rein ist, weiß ich natürlich nicht. Wenn sie nicht kniet, müssen wir das auch nicht. Vielleicht können wir hochklettern. Das war auch so mein Gedanke. Entweder hier oder vielleicht sogar hier, habe ich gesehen. Oh, oh, oh. Weil zu holen ist hier nix. Guck mal, hier war auch schon der Kantenmaler. Das ist zu hoch. Brutal. War das Tommy? Gehen wir rein. Pfeile. Ich will auch haben Pfeile. Geht's denn rein? Ah, da. Okay, umgucken tun wir uns hier, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und
Bis denne, Leute.